Hey, Bremer, erster Punkt für TSV Altenlotheim. Durchwachsene Saison, die erste Mannschaft nicht abgestiegen, die Reserve Meister und aufgestiegen. Das freut einfach als Vorsitzender vom TSV. Ja, natürlich freut mich das ganz besonders auch für die Jungs von der zweiten Mannschaft, die wirklich die ganze Runde über wirklich ihre Leistung auch abgerufen haben, auch von den 2-3 Niederlagen, die wir kassiert haben, sich nicht umwerfen haben lassen, immer wieder Gas gegeben, gut trainiert und meiner Meinung nach zu Recht auch B-Liga-Meister geworden. Erste Mannschaft, auch der Klassenerhalt ist mit den Umständen, die wir die ganze Saison über zu tun hatten, mit den vielen Verletzten, die wir hatten, war das auch trotzdem eine sensationelle Leistung, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und das muss Altenlotheim erstmal jemand nachmachen, mit einem 580 Seelendorf nächste Saison Gruppenliga und Kreisliga A zu spielen. Jetzt sind die ersten Verträge unterschrieben, der TSV verstärkt sich, gerade die erste Mannschaft mit Hendrik Lücke vom FC Bergland, der hierher wechselt, sind noch mehr Wechsel und Aussichten. Dadurch natürlich der Klassenerhalt noch lange nicht so ganz klar war, war es natürlich schwierig auch mit Neuzugängen zu sprechen, ob wir die Klasse halten oder nicht. Jetzt ist es klar, den ersten Neuzugang haben wir ja im Winter schon fix gemacht mit dem Manuel Lützer aus von SG Gottelsheim als Torhüter, der uns da verstärken wird. Hendrik Wickert natürlich auch eine super tolle Personalie, die wir hier an Oberbach ziehen konnten. Wir führen jetzt noch mit 2-3 anderen Leuten Gespräche. Wichtig ist, dass wir den Kader größtenteils auch zusammenhalten konnten, sodass wir nächste Saison auch mit 2 schlagkräftigen Mannschaften in die Saison starten werden. Also die Trainer, das muss man auch mal hervorheben, die haben wirklich einen sensationellen Job gemacht. Egal, ob das der Steffen Garte mit dem Maximilian Hutwelker in der zweiten Mannschaft war, aber auch das Trainerteam in der ersten Mannschaft um den Robin Wissmann und mit dem Jörg Zages und mit dem Sven Klinge. Also Hut ab vor unseren Trainern, die wirklich jede Woche Gas geben und auch im Training immer wieder neue Übungen machen, immer wieder auf das eingehen, was noch so ein bisschen verbessert werden kann. Und ja, vielen Dank an unsere Coaches. Zum Rundenabschluss der Saison 2022-2023 von unserem TSV Altenlotheim. Die Krönung hat natürlich heute die zweite Mannschaft hinter sich gebracht. Meiner Meinung nach. Verdient Meister der Kreisliga B geworden. Bis zum Schluss spannend gemacht heute. Aber SV Fürstenberg kurz vor Toreschluss noch abgefangen und mit einem Vorsprung, einem Punkt Vorsprung dann auch verdient, absolut verdient Meister der Kreisliga B geworden. Aber auch die Runde der ersten Mannschaft, ein toller Erfolg, der Klassenerhalt in der Gruppenliga. Wenn man die Hinrunde gesehen hat, gleich am ersten Spieltag, verletzungsbedingt der Matti ausgefallen, die ganze Runde kein Spiel mehr gemacht. Der Marki im ersten Spiel sich verletzt, auch danach nicht mehr richtig quasi zu Potte gekommen. Und natürlich auch der Robin, der sich da im ersten Spiel den Knöchelbruch zugezogen hat. Und so zog sich das im Endeffekt durch die ganze Saison durch. Ich persönlich habe sowas noch nicht erlebt, dass man die ganze Runde über solche auch schwere Verletzungen von Spielern hinnehmen musste. Aber nichtsdestotrotz, die ganze, sag mal, das ganze Team, die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft, haben immer wieder zusammengehalten, immer wieder gutes Training gemacht. Da auch an dieser Stelle wirklich mal Respekt vor unseren Trainern, dem Robin, dem Sven Klinge, dem Steffen Garte,
dem Maximilian Hutwelker und natürlich auch unserem Spieler, der auch mal in der zweiten gespielt hat, dem Jörg. Jörg, auf dir. Vielen Aufsteiger! Und ich glaube, da können wir einfach stolz drauf sein, was wir mit unserem kleinen Ort erreicht haben, beziehungsweise auch in der Vergangenheit schon erreicht haben. Und jetzt wieder in der Zukunft, neue Saison, mit der ersten Mannschaft in der Gruppenliga, mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere Ort drüber freuen, wenn er mit seiner ersten Mannschaft mal in der Kreisliga A spielen könnte. Und wir spielen es mit der zweiten Mannschaft und sogar Gruppenliga mit der ersten Mannschaft. Also da könnt ihr auf diese Leistung, könnt ihr wirklich stolz drauf sein. Genießt es heute Abend, feiert, lasst wirklich die Sau einfach mal raus. Ihr habt es euch verdient. Und natürlich gilt auch ein Dank für alle, die drumherum dazu beitragen, dass wir hier in Alten Notheim so guten Fußball spielen können. Ob das die Leute sind, die an der Würstchenbar, hätte ich beinahe gesagt, stehen, am Grill stehen, die hinter der Theke stehen. Aber auch nicht zu vergessen, wenn ich das heute wieder gesehen habe, auf welchem, ich sag's jetzt einfach mal, Drecksplatz wir rumlaufen müssen. Also da ist wirklich Respekt, Maxi Schmidt, an dich. Respekt für deine Arbeit. Respekt für deine Arbeit, weil ich glaube, so einen Platz wie wir hier oben vorfinden, auch mit den Rahmenbedingungen drumherum, die Trikots sind gewaschen, die hängen vor Spieltagen wie bei den Profis, hängen die schon an den Plätzen der einzelnen Spieler. Also es ist wirklich schon sensationell, wenn man sieht, was wir hier in Altlotheim auf die Beine stellen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es auch in der Zukunft noch lange, lange so weitergeht. Natürlich wird es auch immer schwieriger, das muss man auch sagen, Leute zu bekommen. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Leute wir angesprochen haben, aber im Endeffekt stehen aktuell zwei Neuzugänge fest. Das ist der Manuel Mitze, der im Winter schon sein Jahr zu Alten Notheim gegeben hat, der hoffentlich schnell wieder fit wird, richtig fit wird, dass er sich dann auch vernünftig duellieren kann mit unseren allen anderen Torhütern, mit dem Mirko, mit dem Matti, mit dem Timo und mit dem Tobi. Und ich glaube, dann haben wir wieder eine gute Auswahl an Torhütern auf jeden Fall. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, das war schon immer so. Und bei uns in Altlotheim sind die Torhüter immer vernünftig miteinander umgegangen und das wird mit Sicherheit auch in der Zukunft. Zweiter Neuzugang, den wir verzeichnen können aktuell, ist der Hendrik Wickert vom FC der Bergland. Eine sehr, sehr interessante Personalie, hat beim FC auch Verbandsliga-Erfahrung gesammelt und auch er wird uns mit Sicherheit in der kommenden Saison richtig gut verstärken und auch weiterhin. Weitere Gespräche laufen noch, vielleicht haben wir noch das Glück, dass wir den einen oder anderen noch an Land ziehen können, was natürlich, wenn man diese jetzige Saison gesehen hat, auch mit Sicherheit gut ist, auch in der Breite vernünftig aufgestellt zu sein. Aber auch das werden wir mit Sicherheit wieder irgendwie hinkriegen, so wie wir es immer irgendwie hingekriegt haben. Ja, leider ist an so einem Abend wie heute nicht nur immer alles schön und toll und Friede, Freude, Eierkuchen. Leider ist dann immer so ein Punkt, dann, wo auch der ein oder andere Spieler sagt, okay, es war schön in Alten Notheim, aber ich gehe jetzt einen neuen Weg. Und diesen neuen Weg zum Beispiel wird der Julian Schneider einschlagen. Aber ich verabschiede dich nicht jetzt jedes Jahr. Ne? Also wir haben ihn ja eigentlich letztes Jahr schon mal verabschiedet. Und da habe ich ihm sogar noch ein Jahr Zugehörigkeit zum TSV geklaut. Nochmal sorry dafür. Und er ist ja dann den Weg Richtung Wellenmega gegangen. Das war aber, glaube ich, nicht so der richtige Weg. Deswegen ist er im Winter wieder zu uns zurückgekommen. Und
hat uns da nochmal auch wirklich weitergeholfen, auch was die Breite auf dem Kader angeht. Wir können ihn halt nur einfach jeden gebrauchen. Und da haben wir uns natürlich gefreut, wo du im Winter gesagt hast, ich mache nochmal ein halbes Jahr, ich helfe nochmal mit, den Klassenerhalt zu schaffen. Und jetzt trennen sich dann doch wieder die Wege. Schön, dass du da warst, Julian. Und wir haben so ein kleines Präsent nochmal vorbereitet. Und wir sagen einfach danke, dass du nochmal zurückgekommen bist. Und wir wünschen dir für die Zukunft alles, alles Gute und vor allen Dingen viel, viel Gesundheit. Der zweite Spieler, der uns verlassen wird, da bin ich auch schon ein bisschen traurig drüber, weil das ist einfach ein Spieler, der kam quasi aus dem Nichts und hat bei der Firma Fissmann angefangen zu arbeiten und stand auf einmal bei uns auf dem Sportplatz und hat trainiert und hat gesagt, oh, geiler Verein, macht Bock hier und ich kann mir schon vorstellen, hier auch Fußball zu spielen. Und dabei ist es dann auch geblieben. Leider Gottes kam dann Corona und sein Arbeitsplatz wurde quasi von Allendorf nach Münster wieder ins mobile Arbeiten zurückverlegt. Von daher konnte er in der letzten Zeit nicht mehr ganz so oft bei uns und auch bei der Mannschaft sein. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen ganz feinen Menschen kennengelernt hier am Oberbach, der sich komplett wohlgefühlt hat hier, der super sich integriert hat in die Teams. Egal, ob das die erste Mannschaft war oder in der zweiten, hatte auch, kann ich mich daran erinnern, haben wir in Massenhausen zusammen gespielt. Ja, wir sagen einfach vielen, vielen Dank, Fabi Erber. Ja, mobiles Arbeiten gibt es nicht mehr, muss wieder nach Allendorf zurück. Dann machen wir das wieder über das Zweitspiel direkt. Ja. Also vielen Dank, Fabi. Ne? Ja, jetzt muss man leider noch mehr verabschieden. Und ich weiß gar nicht, wie lange derjenige schon hier ist. Ich glaube, seitdem er 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt ist, spielt er schon für den TSV Allendorf im Fußball, hat die ganze Jugendzeit hier verbracht. Die letzten 2-3 Jahre war er immer schon mal wieder am Schwanken und war am Überlegen, hat aber dann immer noch mal gesagt, nein, ich bleibe noch. Ich spiele weiter für den TSV Allendorf im Fußball. Und jetzt ist leider der Zeitpunkt gekommen, wo er sich, ich will nicht sagen, gegen den TSV entschieden hat, sondern für die SG Geismar Ellershausen, um auch nochmal in seiner zweiten Heimat quasi Fußball zu spielen. Ich bin schon ein bisschen traurig, Freudi, dass du uns verlassen willst, aber du warst immer da, du hast immer trainiert, du warst dir nie zu schade, auch in der zweiten Mannschaft Fußball zu spielen. Du hast alles für unseren Verein gegeben und dafür Respekt und die wirklich größte Anerkennung. Vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich traurig, kann es aber auch in irgendeiner Art und Weise auch nachvollziehen. Leider geht auch ein weiteres Altenrothheimer Urgewächs, ich hoffe nur für kurze Zeit, ist seine
Schule rum ist, bis der Hausbau fertig ist und dass er die Zeit einfach nutzt, um wirklich wieder gesund und fit zu werden. Und wir werden ihn hier am Obermacht mit Sicherheit alle vermissen. Es war der Bühler, der Sturmtank, der aber auch auf der 6 gewatzt hat, der auf Außen gewatzt hat, den man eigentlich überall hinstellen konnte, der vor allen Dingen auch mit seiner Hobelbank immer wieder für die beste Unterhaltung gesorgt hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr traurig darüber. Und ich glaube, der eine oder andere ist mit Sicherheit auch. Aber wir müssen die Entscheidung einfach akzeptieren. Und wir hoffen einfach, dass er Heimweh hat ohne Ende und so schnell wie möglich wieder zu uns zurückkommt. Aber nichtsdestotrotz sage ich auch für alles, was er für unseren TSV gemacht hat, vielen, vielen Dank. Und ich sage jetzt bewusst, auf Wiedersehen, Marki Gate. Schiedsrichter vorbereitet, weil ohne unsere Schiedsrichter geht es halt auch nicht. Sonst kriegt die erste Mannschaft wieder Punkte abgezogen, es kostet alles wieder Geld. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass einmal noch der Robin für uns pfeift. Dann konnten wir jetzt im Februar den Wolfgang Zages für uns gewinnen. Der auch jetzt seit März quasi für uns an der Pfeife steht. Und im Sommer wird der Michi Blaschke aus Haubern noch zu uns kommen als Schiedsrichter, sodass wir eigentlich für die Zukunft gut aufgestellt sein sollten, gerade weil Wolfgang Zages und der Michi Blaschke auch Verbandsarbeit machen und wir somit schon mal für beide 25 Spiele pauschal schon mal im Sack haben. Und die anderen 10 oder 15 Spiele, die da gepfiffen werden müssen, gehe ich von aus, dass wir die irgendwie mit den drei Schiedsrichtern noch zusammenkriegen werden, sodass da auch für die Zukunft die erste Mannschaft auf jeden Fall safe ist, dass wir da nicht schon mal unnötig Punkte abgezogen bekommen oder auch Geldstrafen zahlen müssen. Also ganz, ganz wichtig, wir haben wie gesagt für die beiden noch was vorbereitet gehabt und wenn sie vielleicht im Laufe des Abends noch die eintrudeln, dann werden wir die Präsente dann auch noch entsprechend überreichen. Eine Person habe ich jetzt noch auf meinem Zettel hier und die Person habe ich eben schon mal erwähnt und eigentlich sollte das schon längst mal überreicht worden sein, hat aber immer nie geklappt, weil diese Person immer wenn es zählt, dann nicht da war. Aber heute ist er da und deswegen Maxi Schmidt, darf ich dich mal nach vorne bitten. Organisatorisches. Also, ich glaube, die
wenn wir so weiter trinken, die erste Stunde ist schon mal safe. Vielleicht auch die ersten anderthalb. Die Firma Wolf Ökohäuser hat 500 Euro gespendet. Okay. Hey. Ja, wir haben eigentlich im Vorfeld gesagt, wir wollten Trinken freimachen und Essen sollte eigentlich jeder selber bezahlen. Jetzt haben wir uns gerade spontan überlegt, die Gaststätte Stiel mit ihrem Team, auch nochmal euch vielen, vielen Dank, dass wir heute Abend hier oben sein dürfen. Den Heckengarten zur Verfügung stellt, dass ihr uns so toll mit Getränken verwöhnt. Und nicht nur Getränke, sondern auch die Kirstin hat wieder liebevoll ein tolles Essen für uns gezaubert. Und wir haben einfach gesagt, wir gehen jetzt gleich rum, sammeln von jedem 20 Euro ein und heute Abend ist alles frei. Lasst euch das Essen schmecken, lasst euch das Bier schmecken, lasst euch alles schmecken, freut euch einfach, schön, dass ihr alle gekommen seid.